Ich glaube, es bleibt doch jedem von uns überlassen, ob wir die Forschung mit in die Lehre bringen, ob wir Lehre als so wichtig anerkennen, dass wir sagen, wir möchten sie gerne auch mit unserer Forschung verbinden und unsere Studierenden daran teilhaben lassen. Ich glaube, das kann jeder. Ich bin bei uns an der Goethe-Universität in der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung tätig und habe da mit Biologen und Chemikern auch zu tun. Und ein Kollege von mir hat das forschende Lernen für sich in der Chemie entdeckt, arbeitet da sehr viel im Labor mit den Studenten zusammen. Ebenso in der Biologie wird es bei uns häufig gemacht. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Das ist eine andere Art des Forschens und das stört den Lehrbetrieb nicht. Ich würde sagen, man muss da eben gucken, wie ist die Fachdisziplin, was für eine Art von Forschung ist da möglich. Aber ich würde denken, dass es egal in welcher Disziplin machbar ist, Forschung eben auch mit Studierenden durchzuführen. Ich muss sie auch nicht immer alle nehmen. Ich kann ja auch sagen, ich nehme die, die zunächst mal vielleicht auch da interessiert sind, oder ich nehme die, von denen ich annehme, dass ich sie dafür interessieren kann. Und man muss einfach gucken, wie funktioniert das dann eben auch mit der Masse an Studierenden, die ich da habe. In den Naturwissenschaften haben wir ja häufig das Glück, jetzt in der Biochemie, dass da eben nicht so viele Studenten drin sind wie in der BWL beispielsweise. Ja? Und dann ist es unter Umständen sogar besser machbar. Wir sind sehr stark dazu aufgefordert, Gelder einzuwerben. Und das ist so der Fokus. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich bin vorher Lehrerin gewesen, und diese Lehrerin habe ich nicht vor der Türe gelassen, als ich in die Universität gegangen bin. Ich glaube, dass ich dadurch natürlich so ein bisschen privilegiert bin in der Frage, was ist denn jetzt eigentlich gut für meine Lerner? Ich sehe Studierende tatsächlich auch als Lernende. Ich habe mich da vor nicht allzu langer Zeit mit einer Kollegin so ein bisschen in die Wolle bekommen, die sagt, nee, wir wollen eigentlich gar nicht, dass Studenten etwas lernen. Der war dieser Lernbegriff, der hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ja? Also sie sagte, wir haben eigentlich Studierende an der Universität und die sollen sich selber etwas erarbeiten. Wir wollen die auf einer wissenschaftlichen Ebene haben. Und da würde ich sagen, wenn ich so einen Ansatz habe, dann ist es der falsche. Ich glaube, der Ansatz muss sein, dass ich tatsächlich Studierende habe, die eben andere Interessen haben, wenn sie an unsere Universität kommen. Und ich kann sie dann eben nur begeistern, wenn ich von dem überzeugt bin, was ich tue. Und ich glaube, ich nehme mir einfach die Freiheit, weil ich muss sehr viel Zeit mit Lehre verbringen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Studenten drin sitzen zu haben, die sich irgendwie gelangweilt abschalten nach einer Zeit. Ja? Und wenn dann einer mit dem Laptop da sitzt und ich habe das Gefühl, der surft nur noch in Facebook, dann merke ich, dass bei mir also irgendwas geändert werden muss. Ja? Dann liegt es, glaube ich, nicht daran, dass die Studenten kein Interesse haben, sondern weil ich nicht in der Lage bin, dieses Interesse auch zu schüren. Und deshalb, ja, also meine Vision oder die Idee von guter Lehre, ich glaube tatsächlich, wenn ich bereit bin, als Lehrender, als Professor zu sagen, das spielt eine wichtige Rolle in unserer Universität, dann kann das Ganze auch gelingen. Und ich glaube, ich höre auch Stimmen, ja, die sagen, wenn die Studenten nicht wären, dann wäre unsere Uni toll. Also das gibt es schon, ja, weil die natürlich eben so diese Kluft und sagen, das ist alles so anstrengend und ich kann das verstehen. Ja, es ist anstrengend, das ist wahnsinnig zeitintensiv und ich investiere auch sehr viel Zeit in meine Lehre, weil es mir einfach ein Anliegen ist und weil es wichtig ist. Und genauso investiere ich Zeit in Forschung, weil es mir wichtig ist. Aber ich muss eben gucken, dass es da eine Balance gibt. Und das tun, glaube ich, viele nicht. Dieser Preis ist beispielsweise etwas, von dem ich finde, dass der ganz wichtig und ganz gut ist, weil er eben zeigt, dass wir uns auch noch um Lehre kümmern. Das wird meiner Meinung nach im Moment an den Universitäten viel zu wenig getan. Wir haben Evaluationen, die ich eben von meinen Studierenden bekomme. Da bekomme ich ein Feedback. Ich weiß also, wo stehe ich im Ranking, was ich ganz gut finde. Ich bekomme dafür aber letztlich nichts auf meinem Konto. Zwar nicht auf meinem privaten Konto, sondern auf dem Konto, mit dem ich dann auch wieder arbeiten kann in Forschung und Lehre. Ich bekomme aber etwas für Drittmittel. Ich bekomme etwas für Publikationen. Ja, da bekomme ich sozusagen leistungsorientierte Zulagen, auch wieder nicht private, sondern eben für meinen Lehrstuhl. Aber eben für Lehrevaluation bekomme ich nichts. Und das finde ich sehr schade. Ja, das finde ich vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter schade, die ein hohes Lehrdeputat haben, weil die beachtet auch keiner. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn da eben mehr Anerkennung, auch in finanzieller Art und Weise, ja, dass da einfach mehr Gelder auch für verteilt werden an den Universitäten für gute Lehre. Und dass, wenn eben auch jemand eine gute Idee hat, dass dann auch Mittel zur Verfügung gestellt werden, die tatsächlich auch in die Lehre fließen. Und das wird im Moment einfach viel zu wenig getan. Das würde ich mir schon sehr wünschen.
Ich habe für mich selber so ein Konzept entwickelt oder sagen wir mal eher Prinzipien entwickelt, die ich für wichtig halte, damit das Ganze funktionieren kann. Und ich fasse die unter dem Akronym CARE. Ich bin ein großer Freund von Akronymen. CARE im Sinne von ja, Aufmerksamkeit für die Studierenden und vor allen Dingen auch ein für wichtig halten. Wenn ich Forschendes Lernen für wichtig halte und das als einen guten Ansatz anerkenne, dann glaube ich, kann das klappen. Und diese vier Buchstaben CARE, die stehen für mich immer für verschiedene Begriffe. Einmal kognitive Aktivierung, also Cognitive Activation, Affordance im Sinne von Angebotscharakter, was biete ich den Studierenden eigentlich und was bieten meine Themen auch für Gelegenheiten zum forschenden Lernen. R für Respekt, respektvoller Umgang mit den Studierenden, auch in der Betreuung. Und E Enthusiasm, also dass ich begeistert bin und Lust habe, auch mit meinen Studierenden zu forschen. Und das sind für mich eigentlich die wesentlichen Elemente, die das Ganze zum Gelingen bringen können. Sie können tatsächlich in allen Studienphasen daran teilhaben, in unterschiedlicher Art und Weise und in unterschiedlicher Qualität und auch unterschiedlicher Herausforderung. Aber Sie können tatsächlich an Forschung in allen Teilen teilhaben. Also gerade jetzt so in Einführungsvorlesungen beispielsweise, da geht es mehr um kleinere Rechercheaufgaben, auch kleinere, ja, Untersuchungen, die die selber durchführen, beispielsweise mal ein Interview führen. Also jetzt in meinem Bereich, ich bin in der Sprachlehrforschung tätig, stellen wir uns natürlich permanent die Frage, wie wird man ein guter Sprachenlerner oder was gehört dazu oder wer ist es nicht? Die Studenten gehen dann, nachdem sie verschiedene Theorien gehört haben, bei mir in der Vorlesung oder wir das besprochen haben, raus und führen Interviews mit Sprachenlernern, guten, schlechten oder die annehmen, solche zu sein. Dann, wenn sie ein bisschen höher kommen, dann habe ich tatsächlich eben auch Seminare, in denen kleinere Projekte durchgeführt werden, wo die in meinem Fall an die Schulen gehen. Beobachtungen durchführen, auch mit Videoanalyse arbeiten oder Interviews mit Lehrkräften führen oder auch Fragebögen an Schüler austeilen oder Schüler eben beobachten. Und dann in der höheren Phase, wenn die so kurz vorm Ende ihres Studiums sind, dann haben die die Möglichkeit, eine empirische Arbeit bei mir zu schreiben, die sehr geknüpft und gekoppelt ist an meine eigenen Forschungsthemen. Und ja, und dann können die da entweder mit einsteigen in verschiedene Projekte. Sie suchen sich aber ihre Fragestellungen tatsächlich selbst aus. Das heißt also, ich sage nicht, bitte forschen Sie jetzt dies oder jenes. Sie kennen meine Themen, die ich in den Seminaren eben auch anbiete. Und dann entwickeln sich eigentlich Fragen bei denen selbst. Ja, Sie denken anders als am Anfang. Am Anfang haben Sie so das Gefühl, dass Forschung und Praxis gar nichts miteinander zu tun hat. Also ich stelle eben fest, dass viele auch reinkommen und die wollen Lehrer werden, die wollen in die Praxis gehen und Forschung ist für die auf einem ganz anderen Stern. Also die fassen gar nicht so sehr, dass da eine Verbindung besteht. Und je mehr Sie eben dann plötzlich selbst in solchen Forschungsprojekten beteiligt werden oder auch zum forschenden Lernen aktiviert werden, desto mehr stellen Sie fest, dass Sie es eigentlich für Ihre Praxis gut gebrauchen können und stellen eben auch fest, dass das Arbeitsmethoden sind, die Sie gerade jetzt eben in meinem Fall als Lehrkräfte auch gut gebrauchen können, reflektieren müssen, diagnostizieren müssen und wirklich auch ja, nachforschen, überlegen, warum funktioniert das eine oder das andere nicht. Das heißt, es ist schon so ein Wandel an Gedanken und Einstellungen, der da stattfindet, zu sehen, dass Forschung und Praxis tatsächlich auch miteinander zusammenhängen.